Gruß geht raus an alle Masters-Fans und natürlich auch an alle, die gern meine Videos zusehen. Heute geht's um eigentlich meine aller Lieblingsfigur aus der Kindheit. Also über den ging nichts und ich hab ihn sogar noch. Es geht um Trapjaw. Das hier ist mein Trapjaw aus der Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Man sieht, er hat einiges hinter sich. Ja. Das hier ist ein Kiefer von einem Playmobil-Männchen. Der klappt sich sogar zurück. Ja, die Schnalle ist oben ab und wir haben ihm hier ein Schwert reingegeben, weil es langweilig aussah. Ja, und dann geht's weiter mit dem hier. Das ist ja der Vintage, der gehört meinem Bruder. Das ist die Verpackung. Evil Armed for Combat. Free Warrior Ring, den haben wir auch noch. Und den müssen wir noch einpacken. Der ist so gekommen, den hat mein Bruder sich gekauft. Und der ist natürlich noch tipptopp hier mit der Öse. Der Kiefer ist da. Die Waffen sind da. Das Minicomic ist da. Aber ich bin am Rätseln und frag mich, als mein Bruder will das Comic einpacken, gell? Das ist ja das alte. Aber ich finde auch das hier ganz cool. Das haben wir ja doppelt. Aber eigentlich passt das alte besser. Ja, Trapjaw ist mein heiliger Gral gewesen. Den hatten viele von meinen Freunden, aber ich nie. Und dann haben wir uns durch Zufall bei uns in einem kleinen Laden, der hieß Stäuble, stand er auf einmal da. Und dann bin ich zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, Papa, den will ich haben, unbedingt. Ja, und das war der hier. Ja, am Anfang war er unantastbar. Ich habe den einfach nur bewundert immer und angeguckt, gell? Und irgendwann ist der Kiefer gebrochen, da haben wir den hier reingemacht, dann waren die Waffen weg, aber der Gürtel ist noch da, die Öse ist leider auch abgebrochen. So, das war der Vintage. Dann können wir ja jetzt mal die neuen Versionen angucken. Das hier ist die Version von den Origins. Eigentlich ganz cool, gell, mit den Robotobeinen. Sind ja beides. Sind ja alles. Nur hier sieht man, da gehen die Beine ziemlich nach außen, weil er diese Stellung der Beine hat. Und die Farbe ist auch dunkler. Hier ist sie ziemlich hellgrün, hier auch beim Gürtel. Hellgrün und dunkelgrün. Und die Farbe im Gesicht ist auch beim Vintage viel dunkler. Gerade das hat mich so angesprochen, dieses dunkle Grün. Aber die Origins-Version ist auch super. Kann man nichts gegen sagen. Wirklich toll. Der ist ja im Preis unheimlich gestiegen. Ich wollte ihn unbedingt auspacken, wegen den Erinnerungen, die ich dazu habe. Ja, das haben wir früher auch gemacht. Aber nur einmal. Und dann war die Farbe. Wir haben so einen langen Faden genommen. Ich glaube vom bestimmt 8-9 Meter lang. Und dann durch das ständige Hin und Her ist die Farbe abgegangen in der Lasche. Und dann wollte ich das nicht mehr. Weil das ja mein Schatz war. Ja, hier ist das Action-Feature, dass man die Waffen drauf machen kann. Hier, dass man den Kiefer bewegen kann. Und hier die Wave. War echt klasse. Many Faces ist super coole Figur. Meine allererste Figur, die ich jemals hatte, hatte ich von meinem Vater geschenkt gekriegt. Orko fehlt uns leider immer noch bei den Origins. Aber den Rest haben wir. Ja, und dann gab es noch eine Version von Super 7. So wie er im Filmation Comic aussah, mit dem lilanen Arm
oder ein bisschen rosa an den Arm, rosane Knieschützer. Eigentlich eine super coole Version, gell? Gefällt mir sehr gut. Wer den Filmation Comic liebt, der liebt auch den hier. New, wie es früher war. Evil and Armed for Combat. Hier, wer sich das durchlesen kann, will, mache ich mal kurz. Ja, hat gerade der Tila das Schwert abgebissen und schießt auf He-Man. Hier auch ein Actionbild, auch dass man den Kiefer bewegen kann. Und hier die Wave. He-Man haben wir. Prinz Adam haben wir, Skeletor haben wir, ja, und das war's von der Seite. Hier den Merman, den finde ich so toll. Hier Beastman und Trapjaw. Hier steht noch ein Text drunter. Ja, wie findet ihr Trapjaw? Gefällt er euch? Was würdet ihr sagen? Welches Minicomic würdet ihr bei dem reinsetzen? Alles in die Kommentare. Hier nochmal. Super cool. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ich sag mal schönen Abend oder schönen Tag. Und alles Gute an euch. Ciao.